Hi Leute, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind heute auf Erkundungstour und wir wollen heute einfach mal ein paar Anomalien anschauen und wir werden auch ein Generationsschiff genauer betrachten, die Geschichte nochmal so ein bisschen anschauen. Und zwar auch nicht alleine, sondern mit KB. Und er hat auch selber einen Channel, schaut gern vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir starten dann gleich rein. Los geht's. Genau, als erstes wollen wir uns erstmal die Anomalien anschauen. Und ich werde das wieder Timelapse machen, weil sonst dauert das alles so lang und meistens passiert sowieso nichts Interessantes auf den Wegen dorthin. Auf jeden Fall kann ich euch aber noch zeigen, hier in dem System Alaunus gibt es diese beiden Sachen. Beides in einem, also sehr praktisch. Und hier sind dieses bemerkenswerte Sternenphänomene und das Generationsschiff, das ist leider ein bisschen weiter weg, das ist noch nicht angezeigt, aber wir werden euch das später nochmal genauer zeigen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Genau, jetzt sind wir auch da, wo wir eigentlich hin wollten. Und ich hoffe, wir haben jetzt die richtigen Sternphänomene gewählt, weil ich möchte euch unbedingt diese Kugel zeigen. So, man sieht ja jetzt schon diese Zacken, die werden wir uns vielleicht auch nochmal genauer anschauen. Was ich euch auf jeden Fall, was ihr als erstes machen solltet, eine Taste dafür für den Zusammensetzungsscanner belegen. Wenn wir die Kugel nicht finden, müssen wir halt einfach woanders hinfliegen. So sieht es aus wie so Kristalle. So, bin glaube ich gerade an der ersten Kugel vorbeigeflogen. Schnell schauen. Ah, da haben wir sie, da haben wir sie, da haben wir sie, da haben wir sie, da haben wir sie. So. Hier haben wir unsere erste Anomalie, ich finde sogar die beste, die mir jemals begegnet ist. Wobei mir jetzt noch nicht so extrem viel begegnet sind. Aber die hier, die entfaltet echt so ein paar Blitzgewitter, die echt grandios aussehen. Man kann mal so noch ein bisschen von außen schauen. Rangehen. So, wenn man kurz davor ist. Oh, sieht echt geil aus. Wenn man den scannt, dann scannt ihr den folgendermaßen mit diesem Scanner und dann ist er auch in eurem Codex verlinkt. Ihr bekommt sogar eine Bescheinigung in der Höhe von 2000. Richtig schön aus. Ja, das war die erste. Davon sind natürlich hier noch mehrere verteilt. Schaut sie euch auf jeden Fall an. System Alaunus. Lohnt sich auf jeden Fall. So, und hier haben wir unsere Zacken. Die hier so ganz verteilt überall rumstehen.
Ja, die sehen auch geil aus. Vor allem so mit diesem roten Leuchten. Wie heißen die? Rubium-Metallkristalle. Ja, sieht echt geil aus. Die musst du auch noch scannen, KB. Als wir das letzte Mal die eine angeschaut haben, war das andere. Nee, das war andere. Die hier sind so ein leichtes rotes Leuchten, das hatten die anderen nicht. Genau, und hier sind wir auch schon beim Generationsschiff. Wie man sieht, es unterscheidet sich etwas von den normalen Raumstationen und anderen Schiffen, die man halt so kennt aus dem Spiel. Sieht auf jeden Fall echt geil aus. Wir waren gestern schon da und haben das genauer angeschaut. Ihr habt die Möglichkeit, das mit einem Datenlink-Scanner zu scannen. Und ich mach's kurz, Moment. Und dann habt ihr mehrere kleine Ziele, die auftauchen, wenn man näher ranfliegt. Außer ich hab's schon gemacht. Ja, ich hab's schon gemacht, deswegen das nicht zweimal. Auf jeden Fall kommen dann mehrere kleine Ziele und zusammen, ach hier jetzt, tauchen sie auf. Genau, wenn ihr alle diese kleinen Ziele hier scannt, dann kommt das Logbuch des Generationsschiffes. So, es hat sich um einen kleinen Bug gehandelt, weil jetzt sieht man das auch endlich. Es gibt im Endeffekt 1 bis 5 verschiedene Logbucheinträge. Es handelt sich hierbei um eine Verseuchung, die am Anfang relativ harmlos bewertet wurde und dann nach der Zeit schwerwiegender geworden ist und letztlich dazu geführt hat, dass das gesamte Schiff, ja, dass alle Menschen aus diesem Schiff gestorben sind. Deshalb ist jetzt, wie es steht, wie es steht, und ja, das ist im Endeffekt die gesamte Geschichte. Schaut auf jeden Fall selber mal rein. Ihr könnt euch das auch anhören und vorspielen lassen. Ist im System, im selben System wie auch die Anomalien. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen. Und ich würde sagen, das war's auch schon soweit. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Im nächsten Video werden wir uns einfach mal so einen Mond anschauen, der sehr, sehr schnell um sein sehr, sehr schnell um einen Planeten kreist. Und ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.